Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Problem, ich wollte eigentlich gerade zu King Vendrick, um ihn zu töten. Habe ich mal vorgenommen und jetzt habe ich gesehen, die Rüstung glitzert. Und jetzt konnte ich die benutzen und dann war ich im Ladescreen. Jetzt habe ich ganz schnell auf die Aufnahmetaste gedrückt. Wir sind jetzt in einer Erinnerung des Königs und hör mal an, was er zu Seeker sagen of hat. Fire, Coveter of the Throne. I am Vendrick, ruler of Drang Lake. As flame rises, so does it fade. Such is the way of things. Do you intend to link the fire? Then you must first take the throne. Was ist der Plan? Prove your worth. Find the ancient crowns. Seek adversity, and they will be yours. And your wishes granted. Okay. And your wishes. Okay. Das war also das. Keine Ahnung. Wusste ich gar nicht, dass es passiert. Bin nur hier rein, ne? Hab mir gedacht, so, jetzt starte ich gleich die Aufnahme. Und hab das benutzt. Weil es so geglitzert hat, habe ich mir gedacht, ne? Und da haben wir doch letztens schon das Siegel des Königs weggenommen. Dachte ich mir eigentlich. Also, hätte ich gedacht. Wenn da irgendwas geglitzert hätte, hätte ich das gesehen, ne? Aber, boah, gut. Ja, ich bin heute hier, um King Vendrick zu töten. Aus einem bestimmten Grund. Ich habe mir die Bossseelen angesehen. Und wir kriegen einen, nicht von ihm direkt, aber das findet man dann heraus, ob wir die finden. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir den mitgeben können, dem guten König Vendrick. Was wichtig ist, bevor ich jetzt hier anfange zu schnetzeln, später vergesse ich's. Soul of a Giant. Die ist wichtig, dass ihr die dabei habt. Ich weiß nicht, ob die Soul of the Last Giant auch zählt. Man braucht auf jeden Fall Seelen von Giganten, damit man ihm Schaden zufügen kann. Weil komplett ohne Seelen, ohne Gigantenseelen, kommt bei ihm so gut wie kein Schaden an. Da würde ich sagen, fangen wir doch jetzt einfach mal an, ihm mitzugeben. Und das machen wir jetzt so lang, bis es ihm zu blöd wird. Und er anfängt, uns mitzugeben. Ist es schon soweit? Nee. Ich muss jetzt direkt mal den Gold. Oh, den habe ich bei jedem Bosskampf jetzt auch angehabt, ne? Das war falsch. Ich weiß gar nicht, ob der Seelen gibt. Ist da was? Ist es mir jetzt egal. Der hat sehr viel HP. Und ich will jetzt auf den da wechseln. Weil er so viel HP hat, kann es sein, dass wir lange auf ihm rumprügeln müssen. Ist alles zu schwer, ne? Aber wir brauchen hier keinen Bogen. Sage ich jetzt einfach mal. Deswegen nehme ich jetzt den Manslayer mit rein. Und das Feuerschwert mit rein. So. Und es hieß, weil manchmal funktioniert das vielleicht nicht so gut mit, dass er einen angreift. Es hieß, wenn man Blutungsschaden aufbaut, kann es helfen. Giftschaden, meine ich natürlich. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob wir aufbauen können bei ihm. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, er greift mich irgendwann mal an. Weiß ja nicht, wie lange der sich hier verprügeln lässt. Das Schwert, das er in der Hand hat, ist auch eins, das man sich für seine Seele holen kann, aber ich habe was anderes im Blick. Ultra-Großschwert gibt es da auch noch, das man sich holen kann. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Oh, da geht's los. Und es. Okay. Shit. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der so schnell so krass zuschlägt. Und ihr habt gesehen, wie viel wir jetzt auf ihm rumgeprügelt schon hatten. Und wie viel Leben er trotzdem noch hatte, ne? Also.
Ja. Ne? Vielleicht habe ich zu wenige Seelen, aber es macht nichts. Ich habe jetzt auch herausgefunden, was passiert, wenn die Glocke da unten läutet. Uiuiui, ui, ui, das wollen wir nicht. Jetzt ist auch der Nebel wieder da, ne? Das heißt, wir müssen tatsächlich kurz umgehen. Jetzt haben wir ja auch wieder Nebel. Das ist scheiße. Ja gut, das kann ich so probieren, ne? Ja, das kann ich versuchen, dass ich den so krieg, ohne die Glocke zu läuten. Nee, fuck. Okay. Dann werden wir jetzt gemeinsam sehen, was passiert. Es erscheinen hier nämlich zusätzliche Mobs. Und das habe ich ja immer gut vermieden, als wir hier in dem Gebiet tatsächlich waren. Dass uns die hier in Ruhe gelassen haben. Gut, die sind jetzt auch nicht das große Problem für uns, aber ich hätte gehofft, ich krieg den angeschossen, ohne, angeschlagen, ohne dass ich die Glocke betätige. Das sind so riesige Pfeile. Das ist so klasse. Okay. Die droppen aber auch Stuff, von dem her, hey, nehmen wir doch mal mit. Magic Shield. Ja, dann habe ich jetzt auch rausgefunden, als ich mich über Boss-Szenen informiert habe, dass man Spells parieren kann mit den richtigen Schildern. Das Schild vom Looking Glass Knight zum Beispiel kann das. Aber ich bin ja für Nahkampfangriffe schon zu doof, um sie zu parieren. Deswegen, es wird hübsch aussehen, aber nur deswegen das Schild holen. Ja. Ich weiß ja nicht. Das macht mal ein bisschen langsamer, danke. Jetzt habt ihr natürlich beides Schild oben. Okay. Dann geht's jetzt los. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wollte eigentlich Vendrick auf his first machen, damit ich eben nicht wieder mit diesen Leuten verkehren muss. Ein ganz schlechter Umgang, ich sag's euch. Aber okay, war schon mal gut. Oh, es lief schön. So. Weil vorhin, als ich hier lauf, so gelaufen bin, war natürlich der Nebel weg. Weil ja Velstadt nicht mehr am Leben ist. Komm mal ran hier. Try luring it out, ja. Ich versuch's. Ich versuch's. Ah, der Olle King Vendrick. Jetzt ist natürlich der wahrscheinlich da drin sauer. Ich weiß es nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht wieder so rumgammeln. Und jetzt haben wir natürlich den initialen Schaden, den wir jetzt schon verursacht hatten, schon nicht mehr gut. Das ist schade. Da ist doch schon ein Schild oben, oder? Ja. Oh, nicht genug Ausdauer. Das ist ärgerlich. Hätte ich jetzt direkt wegmachen können. Okay. Wieder nicht genug Ausdauer. Mehr Ausdauer wäre eigentlich eine tolle Sache. Ja, mal überlegen. Vielleicht ziehen wir uns ja jede Menge Boss-Seelen rein demnächst. Dann. Ach, der Nebel ist dahinter. Oh Gott, die hätte ich mal alle sparen können. Ja, ja. Ihr dürft mich ruhig ein bisschen schlagen. Ich bin eh gleich weg. So, jetzt würde ich gerne umgehen. Das lassen sie mich auch. Gut. Ich will trotzdem jetzt ein paar Nahkampfwaffen mitnehmen, weil ich echt nicht weiß, inwiefern die Haltbarkeit hinhaut. Er hat echt verdammt viel Leben. Okay, König Vendrick. ...24 Schaden, ne? Und ich krieg's Schild nicht hoch. Schild einfach nicht hoch. Wieso? 24 Schaden ist nicht viel. Das
Das ist überhaupt nicht viel. Da glaube ich, machen wir einen kurzen Abstecher. Wir dürfen mir jetzt dabei zusehen, weil... ist halt so. Jetzt gehe ich erstmal wieder um. Wir dürfen mir jetzt dabei zusehen, wie ich noch eine Riesenseele hole. Eine oder... Hat der eine Mimik auf dem Kopf gehabt? Cool. Jetzt weiß ich nur nicht, wo das Gebiet war. Grave of Saints? Nee. Oh, the Gutter Black Gulch. Hidden Chamber. Da werden wir jetzt ein Bonfire Ascetic verbrennen. Und... Bin ich hier richtig? Nee, bin ich nicht. Moment. Black Gulch? Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil hier ist ja der Raum vor dem einen Boss. Da will ich aber gar nicht hin. Ach, da oben war gar kein Feuer, oder wie? Nee, da war ein Aufzug, kein Feuer. Okay, dann nehmen wir aber doch das andere Leuchtfeuer. Das hier. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen, wo wir hier runter müssen. Oh, jetzt sind hier die ganzen Giftspastis, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Und auch die Ölpfützenspastis, auf die ich auch keine Lust habe. Ja, wir sind natürlich vergiftet. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Lass mich vorbei. Wo muss ich runter? Bin ich schon vorbei? Bin ich noch nicht da? Bin noch nicht da. Das kann ja gar nicht sein. Oh Mann. Large Titanite, ja. Klasse, irgendwo hier kommt man sich runterfallen lassen. Ja, sicher. Ich weiß gerade nicht wo. So, ein bisschen Ruhe reinbringen hier. War das hier? Ja, das war hier. Hoffe ich. War da der Typ im Stuhl? Jawohl. Dann müsst's hier runtergehen. Zack. Und hier runtergehen. Okay. Und jetzt habe ich natürlich kein Asketenleuchtfeuer verbrannt. Scheiße. Oh, ihr seid trotzdem da. Aber ihr gebt doch jetzt keinen. Ah, shit. Schauen wir mal. Normalerweise kriegen wir hier jetzt keine Seelen. Ah. Aber wenigstens machen wir gut Schaden inzwischen an denen. Ich habe auch keine Giftpfeile. Gift war gegen die super. Ah, gucken wir doch mal. Da ist es neu. Ja, gehen wir halt noch ein Stück zurück, wenn es so ist. Wenn du meinst, hier mit Schießen anfangen, mit Springschlagen anfangen zu müssen. Das geht mal gar nicht. Ah. Okay. Einer tot. Aber wie gesagt, normalerweise dürfte man. Jetzt duckt er sich. Dürfen wir hier die Seele nicht kriegen und damit müssen wir nochmal zurück zum Feuer. Oh. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt. Ich probiere das jetzt. Ist mir zu blöd.
Die sollten ja machbar sein, ne? Okay. Sind sogar sehr machbar. Sind auch gar nicht so groß, wie ich dachte, wenn da nah dran steht. Oh shit. Okay. Zum letzten Leuchtfeuer. Nochmal das Ganze. Wenn wir die natürlich auf New Game Plus bringen, dann sollten sie nicht mehr so einfach sein. Burn. Bonfire Skeptic Burn. Sind auch die Mobs alle härter hier. Ja, ich weiß. Oh shit, das ist vielleicht gar nicht so gut. Hier irgendwo in der Nähe war nämlich der Schrein fürs DLC. Ja gut, müssen wir uns halt durchsterben zum Schrein. Ja, jetzt sind natürlich alle Items wieder da. Au. 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 Wo war denn der Drop? Hier. Ah, danke. Nee. Zieht das Gift hier jetzt auch mehr ab in dem Gebiet? Ich weiß es nicht. Dann hier runter. Jetzt müssten wir von denen eigentlich wieder eine Seele kriegen. So. Ich würde sagen, einen schießen wir tot, einen schlagen wir tot. Wie gerade auch. Wunderbar geklappt. Habe ich noch irgendwie... Bleed Darkfire. Nee. Okay. Sollten jetzt natürlich auch dementsprechend ein bisschen mehr Leben haben. Hm. Oh. Okay. Aber so viel mehr ist es nicht, wie ich dachte. Vielleicht doppelt? Keine Ahnung. Viele haben wir vorhin in den Rhein gepumpt. So, dann holen wir uns noch eine. Ich glaube, nochmal werde ich das Ganze nicht machen. Beziehungsweise wir gucken dann erstmal zu Vendrick, schauen, wie er sich verhält, wie viel Schaden er jetzt schluckt. Und dann... Und dann, wenn es ist, müssen wir uns halt... Wow. Weg, 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 weg. Er hat mich überrascht. Okay, man kann ja nicht alles blocken mit dem Schild. Es hat vorhin so gut geklappt. Normal verhält er sich nicht anders, nur weil es jetzt New Game Plus ist. Denke ich zumindest. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es da keinen Unterschied gibt. Okay, Sprint aufhören, wieder sprinten. Das Item einsammeln. Voll. Nicht vergiftet werden. Ach, wir sind eh schon vergiftet worden. Soll ich denn jetzt safe machen? Pfeil und Bogen töten? Ja, natürlich ist der andere jetzt auch wieder da, ne? Und gegen zwei? Gegen zwei will ich nicht. Was wir hier hatten? Silver Talisman. Jetzt falle ich runter, oder? Nee. Okay. Weiß gar nicht mehr, wo mich der Aufzug hingebracht hat. Sowas kann ich mir mal ganz schlecht merken. Ja, du gehst doch hier gleich wieder dahin zurück, wo ich dich sehen und schlagen und treffen kann. Ah.
Okay. Durch runterspielen. 20 Minuten Folge sind wir, aber ich will jetzt trotzdem noch einmal einen Drive-Endblick hier reinbringen. Und ansonsten mache ich eine kleine Zusatzfolge, wir töten König Vendrick, wenn es mehr als einen Versuch, also wenn es mehr als ein paar Versuche dauert. Hey. Also. Lieber Herr Riese, kommen Sie doch mal ran. Ja, so, wenn wir anfangen, gefällt mir besser. Das ist gar kein, ich schreie jetzt ein bisschen, sondern das ist eine Attacke tatsächlich, okay. Das ist gut zu wissen. Und irgendwie komme ich manchmal durch seinen Fuß durch. Ja, genau. Okay, Rollen ist bei dem eindeutig besser als Blocken. Er lässt einen wenigstens, wenn man mal einen Fehler macht, viel Zeit, um den Estus zu trinken. Man muss nicht so genau rollen bei ihm. Oh fuck. Bin zu nah an der Wand. Ich bin vor ihm. Ach, er schlägt mit beiden zu. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Oh. Das ist deprimierend, ist das. Okay, hier werde ich vergiftet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, vielleicht auch doch. Ja, dann hätte ich noch warten sollen mit dem Klingeln. Egal. Wenn wir so viele Estus brauchen da unten, dann zerfetzen uns die sowieso. Also einmal probiere ich den Riesen jetzt noch mit per Hand zu töten. Den zweiten. Weil ich es einfach will. Gibt überhaupt keinen Grund. Aber ich will ihn töten, per Hand. Ja, natürlich. Du kommst nicht zu mir, du kannst wieder zurückgehen. Danke. Danke. Ja, du bist sauer. Ich wäre auch sauer, wenn einer aus dem Loch auf mich schießen würde, wo ich nicht reinkomme. Ich weiß, es ist nicht nett von mir, aber hey. Dark Souls ist auch oft nicht nett zu mir, von dem her. Und dein Kollege war jetzt schon zweimal nicht nett zu mir. Okay. Ja, einen noch. Hallo Herr Riese. Kommen Sie ran, tanzen wir los. Ja, sicher. Aber wieder mehr Reichweite, als es anzeigt, ne? Okay. Das ist so. Erstmal Lucky. Mit Lucky meine ich natürlich sehr skippig. Das war Lucky. Nee, ich will ihn nicht kaputt schießen. Ich habe gesagt, einen Try mache ich noch, dann mache ich auch noch einen Try. So einfach ist es. Okay. Es ist zwar auch lame, immer wieder zum Klinken wegzugehen, aber hey. Was soll's. Komm. Ja, lass mich hinter dich. Da fühle ich mich ein bisschen sicher wenigstens. Ach, so viel dazu.
sehe die Attacken einfach nicht kommen. Das ist das Problem. Die habe ich kommen sehen. Die war auch schwer misszu verstehen. Ist das ein... Ja, Gott sei Dank, Soul of a Giant. Ab zu Vendrick. 25 Minuten Folge schon wieder. Die letzte war so bei 20 Minuten, habe ich mir gedacht, ja, endlich mal wieder, pünktlich aufgehört. Aber einen Versuch bei Vendrick müsste man jetzt noch lassen. Undead Crypt, Undead Crypt, Undead Crypt, Undead Crypt, Undead Ditch. Ich weiß gar nicht, soll ich überhaupt eine Effigy nehmen? Ja. Braucht man nicht geizen damit. 44.000 Seelen. Ja. Gar nicht so schlau. Okay. Also. Ich will hier immer schon, wenn ich da rauskomme aus dem Torbogen, meine ich immer schon, es ist der hier. Und dann will ich gerade auslaufen und dann will ich sterben. Jetzt pass mal auf. Können wir hier gleich machen. Einmal Feuerschwert. Einmal Giftschwert. Einmal Life Gem. Vielleicht überleben wir ja so einen Schlag von ihm. Ne? Ja, klasse. Also einen von den dicken Schlägen. Da kommt die Glocke. Jawohl. Ich fange an zu zaubern. Dessen aber natürlich nicht. Dass sie nichts können. So, lieber König Vendrick. Was ist los? Fangen wir an. Ich muss im Endeffekt nur einmal schräg hinter ihn kommen. Okay, macht schon mehr Schaden, das Ganze. Jetzt will ich nur gucken, ob ich überhaupt Gift aufbauen kann auf ihm. Oh, Doppelschwinger. Sieht jetzt momentan nicht so aus, ne? Oh. Es wäre es fast wieder gewesen. Genau, deswegen am linken Bein stehen. Macht einen doppelten. Und da macht er mich tot. Fuck. Okay. Das war's für die heutige Folge Dark Souls 2. Vielleicht besorge ich mal zwischen den Aufnahmen noch eine Seele, eine Riesenseele. Dann kann ich sie auch tot schießen, dann müsst ihr euch das nicht ansehen. Ich glaube, so mache ich es auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und schaltet morgen wieder ein, wenn wir King Vendrick töten. Ich meine, der alte König muss ja eigentlich sterben, bevor wir der neue werden, ne? Bis dann hoffentlich. Tschüss.